War der Verkehrte. Ich weiß immer noch nicht, was ihr so einen Lärm macht. Dieser Felsen. Zerbrich den Stützbalken und zermalme die Maschinen. Ja, nee, das war verkehrt. Die sind aber zu weit weg. Nicht einmal, einen habe ich getroffen. Den da. Hallo. Scheiße, sie sehen mich noch. Oh, come on. Man kann es mit dem genau zielen und so, aber auch mega übertreiben, ne? Alter, really? Wie die halt aber nicht mehr loslassen, ne? Jung, 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 jung. So, dann. Den haben wir. Wo ist der andere? Da drüben ist er. Wem ist jetzt hier? Ich bin hier nicht sicher.
Alla Röhle. John! Ah, daneben! Alla! Bist du denn? Komm schon, zieh ihn weg! Oh, nicht jetzt! So, den haben wir. Haben wir noch das hintere Mistviech? Haben jetzt auch Bock auf das Spiel. Ich weiß, wer morgen zum Müller fährt. Es macht halt echt mega Laune. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Man sollte aber wirklich den ersten vorher gespielt haben. Für die Story. Dann am besten erstmal ersten spielen. Also viele Querverweise und so machen es halt um einiges einfacher, wenn man den ersten Teil hat. Mit DLC. Nichts mehr zum Abfeuern. Habe ich hier noch... Kommen denn die Fortgeschrittenen auf einmal her? Komm schon her jetzt. Die Nacht sicher sein. Alter, das war mal, ne? Die Viecher waren um einiges einfacher, als man sie überbrücken konnte. Im ersten. Wow, du hast es den Maschinen gezeigt. So, da oben war doch noch. Einen war nicht. Okay. Da hinten haben wir noch was.
Na? Aber was ich ja auch gut finde, dass halt nicht mehr jede Maschine nach Schema XY weggenutzt werden kann. Auch wenn hier zwei und ich dann jedes Mal die Zange nehme, echt mies ist. So, aber Labagandabra. Geht es allen gut? Ohne die Schnappmäuler geht es uns hier jetzt besser. Du verstehst dich aufs Kämpfen. Hast du Kentok gesehen? Natika hat mich gebeten, nach ihm zu suchen. Ich habe ihn seit der Lawine nicht mehr gesehen. Okay. Geh zum Ufer auf der anderen Seite des Dorfes. Dort sind Natika und die anderen. Mach ich. Danke nochmal. Bitte, bitte. Kehre zu Natika zurück. Gräber. Ein Gräber, halt, was war da oben? Ja, gehen wir zurück. Oh, das war. Wobei ich dir auch sagen kann, Kanuba, ne, Teil 1, ich meine, den gibt es ja mit Stellen ständig für 20 Euro oder was im Angebot. Und da hast du auch erstmal genug zu tun. Also da kann man auch gut Stunden rein versenken. So, guten Tag. Ruh dich aus. Aloy, dank dir sind die Soldaten sicher. Doch, wo ist Kentok? Ich habe niemanden gesehen, der so aussah. Weißt du, wo er während des Sturms war? Ich habe ihn als Letzte gesehen, kurz davor. Ich habe ihm gesagt, dass ich meine Klinge gern in den Dienst der Wache stellen würde. Doch er wollte mich nicht aus dem Trupp entlassen. Alle Tenakt sind sehr stur, aber Kentok ganz besonders. Also ging ich. Die Lawine kam, als ich auf dem Rückweg vom anderen Hügel war. Du wolltest es wieder gut machen. Ich muss ihn finden. Wenn jemand solch einen Sturm überlebt, dann er. Kleine will auch mitreden. Ja, dann gönn dir der Kanuba. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und sie auch der Reihe nach zu spielen. Du und Kentok. Sie. Du sagtest, Kentok ist der Anführer? Er bildet mich schon aus, seitdem ich in der Truppe bin. Er ist hart wie ein Panzerschnapper. Und gnadenlos wie die Wüste. Doch dank ihm ist meine Klinge schneller und tödlicher. Wegen ihm kämpfe ich aus Pflichtgefühl, nicht nur für die Ehre. Für mehr zu kämpfen als für sich selbst. Ja, aber trotzdem will er, dass ich hier bleibe. Anstatt in der Wache einem höheren Zweck zu dienen. Die Wache? Du sagtest, dass du der Wache beitreten willst. Sind das die Marschälle? Nein. Die Marschälle bereisen die Clanländer und setzen Häuptling Hikarus Willen durch. Die Wache bleibt im Hain, um ihn und den Häuptling zu schützen. Was ist der Hain? Eine alte Ruine, die den Zehn gewidmet ist, den mutigsten Soldaten der alten Welt. Von dort aus regiert Häuptling Hikaru. Nur eine Handvoll Soldaten wird die Ehre zuteil, in der Wache dienen zu dürfen. Warum wollte Kentok nicht, dass du gehst? Er sagte, es sei eine größere Ehre, der Truppe und dem Clan zu dienen. Dabei sammeln wir hier doch nur Zutaten für die Tinte. Ist es nicht wichtiger, den Hain zu bewachen? Und den Häuptling? Schlammlawine? Es gab hier eine Schlammlawine? Muss ganz schön gestürmt haben. In den letzten Jahren stürmt es hier immer häufiger. Wolkenbrüche, Blitze schlagen ein, Wind fährt durch die Metalltürme. Doch dieser Sturm war besonders schlimm. Hier war es mal so trocken wie sonst in der Wüste. Dank der Stürme nicht mehr. In der Hauptstadt herrscht Wasserknappheit. Hilft das vielleicht? Die Wunde im Sand steht niedrig? Wir sind wohl nicht die Einzigen in Schwierigkeiten. Aber leider nein. Dieses Wasser ist voller Ascheblut.
So trinkbar wie Maschinenöl. Ascheblut? Der Tinterlehrling in Brennspeer hat gesagt, dass ihr Ascheblut gegen Wasser tauscht. So ist der Lauf der Wüste. Andere Dörfer handeln mit der Hauptstadt Nahrung oder Maschinenteile. Wir sammeln Steine. Wirklich wichtige Steine. Clanmitglieder zeichnen mit Ascheblut auf ihre Haut. Doch wie zeichnen sie ihre Erfolge ohne Lieferung auf? Eine weitere Suche. Ich kann mich nochmal im Dorf umsehen. Wo hast du ihn zuletzt? Matika. Ich bin hier. Wo ist Kentok? Hat er überlebt? Wir werden ihn finden. Er hat mich gerettet. Hat mich aus dem Weg geschubst, als alles zusammenbrach. Dann hat das Wasser ihn mitgerissen. Bis zur Furche. Furche? Ein alter Durchgang, der tief unter die Erde führt. Komm, ich zeig's dir. Natika, gibt es Befehle? Wir sind hier ungeschützt. Kaum die Hälfte kann uns gegen Maschinen verteidigen. Wie lauten die Befehle? Geh. Die Furche liegt in den Hügeln im Nordwesten. Ich komme, sobald ich kann. Was sollen wir jetzt machen? Okidoki. Aber Kanuba, ich kann es wirklich nur empfehlen. Das war, by the way, das Spiel, weswegen ich überhaupt eine PS4 habe. Da hatte. Weil aktuell habe ich sie ja verliehen. Und einer meiner Schwager in Spee erfreut sich gerade daran. Okay. Das muss die Furche sein. Sieht nach einer alten Mine aus. Der Eingang ist von viel Geröll verschüttet. Vielleicht wurde Kentok während der Flut hineingeschwemmt. Wenn ich da rein will, muss ich das wegräumen. Ah, hier haben wir noch einen. Reinzugehen. Klingt toll, geh mal nachgucken. Ja, bin doch schon dabei. Weiß, muss ja nicht immer. Ja. Okay, mal sehen, wohin das führt. Das hat sich auch so ein bisschen wie Wasser angehört. Das ist wohl ein Point of No Return. Ja, das sieht sich nach einer Mine aus. Ich vermute mal. Dann musst du Kentok sein. Woher kennt eine Fremde meinen Namen? Natika schickte mich zu dir. Du hast einen Soldaten gerettet, der sagte, du seist mitgerissen worden. Also hat er überlebt. Gut. Und Natika? Ist sie zurück? Ja. Sie war auf dem Rückweg, um mit dir zu sprechen, als die Lawine kam. Sie kümmert sich jetzt um die Überlebenden. Es war ein Fehler, sie nicht gehen zu lassen. Ein Soldat sollte zum Wohl des Clans Opfer bringen. Im Nachhinein hatte sie recht. Ich wollte sie nicht gehen lassen. Die Wache wird eine gute Soldatin bekommen. Immerhin stehe ich hier nach all dem nicht mehr im Weg. Du erkennst eine tödliche Wunde, wenn du sie siehst. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Also, geh. Nein, ich lasse dich hier nicht sterben. Irgendwie muss ich dich hier rauskriegen. Das geht nicht. Ich wollte hier rausklettern, ohne Erfolg. Die Wände sind einfach zu rutschig. Das Wasser kommt. Von der Oberfläche? Aber nicht durch meinen Eingang. Es kommt woanders her, wenn ich die Quelle finde und sie öffne. Du kannst dich vielleicht nicht bewegen, Kentok. Aber ich glaube, ich kann dich bewegen.
Hey. Hey! Du musst wach bleiben. Ich werde mich mal etwas umsehen. Du bist wie Natika. Stur wie eine Feuerklaue. Dann kennst du das ja schon. Bleib einfach hier. Ich hol dich hier raus. Ah, Kanuba. Mach Horizon 1 und 2 drauf. Ich muss höher klettern, um die Quelle zu finden. So. Ah, guck mal. Ich nehme erstmal mit. Ersten Teil musste man in solchen immer ganz genau, weil meistens kann man dann später nicht mehr rein. Ja, häufig. Na, lass los. Ah, hier. Gibt's hier sonst nicht, ne? Nö. Muss hier hoch. Aus der Öffnung kommt Wasser. Das war zu weit. Wie lang geht der erste ungefähr? Es kommt drauf an. Alles in allem, wenn du nur die Hauptquest durchziehst? Sackgasse. Es kommt woanders her. Warum komme ich da nicht rein? Hä? Wie geht's denn da weiter? Ja, ja, du kannst davon bis. Okay, ich glaube, die Entwickler sagen irgendwas, die Hauptstory. Ich glaube an die 40, 50 Stunden ohne DLC. Aber das DLC ist tatsächlich auch wichtig. Jetzt. Wo komme ich jetzt hier vielleicht rein? Problem ist, manchmal springt sie von alleine, gerade eben nicht. In der Wand da drüben ist etwas Metall. Vielleicht kann ich etwas davon herausziehen.
glaube, ich komme jetzt zur anderen Seite. Aber das sind halt Story-Spiele, die gehen nicht so lange. Zu lange, nicht falsch verstehen. Mach mir Sorgen, ich kaufe das Spiel und irgendwann sage ich doch, nö, zu lang, hör jetzt auf. Ja, es ist, also nur die Hauptstory, wie gesagt, so 40, 50 Stunden, glaube ich. Der Wasserfall, den ich unten gesehen habe, sollte hier irgendwo seinen Ursprung haben. Ich muss die Quelle finden. Okay. Das verstaue ich für später. Oh! Also, hier sind wir wohl nicht richtig. Oh, guck mal. Zu lang? Da brauchst du hier gar nicht anfangen. Denn ich muss darüber, das heißt, ich muss weiter hoch. Da komme ich nicht mehr. Irgendwas übersehen? Hab ich! Also unterschiedlich, das muss halt immer jeder selber wissen, ne? Aber wenn du spielen willst, dann sollst du schon noch durchspielen. Finde ich. Ich kann nicht weiter runter gucken, das ist voll mies. Das Wasser kommt hier rein. Mit dem Feuerglimmer kann ich die Wand zerbrechen und hier alles überfluten. Okay, ja, dann habe ich das eine. Das sollte nach oben getrieben werden. Die eine Kiste habe ich dann keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Einen Ausweg gefunden. Fast geschafft. Hey, nicht einschlafen. Sag Natika. Sag's ihr selbst. Sie sagte, du wärst ein sturer Kämpfer, also kämpf weiter. Mich dir zu sagen, eine Klinge folgt nur der Hand, die sie führt. Das hat er im Training immer gesagt, um mich zu beleidigen oder um mir ein Kompliment zu machen. Doch er
hatte wohl recht. Die Entscheidung zu bleiben lag immer bei mir. Es tut mir leid, dass du dich nicht entschuldigen konntest. Mir auch. Was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Blutzeichen kann sich wieder erholen. Und dann könnte ich der Wache beitreten. Doch ich muss ihn zuerst beerdigen. Diese Ehre steht ihm zu. Aloy, warte! Du hast die anderen gerettet. Das Wasser ist weg. Ich möchte dir das hier geben. Danke. Und viel Glück auf deinem Weg. So. Okay, dann lässt du die Finger davon. Ja, es kommt dann immer drauf an. Ne? Also, wie gesagt, also sortieren wir jetzt eh fertig. So, du siehst, das hier ist die Map. Du siehst hier sehr viele Zeichen. Ja. Und die Story hat es halt echt in sich. Ja, also je nachdem, wie viel du da eintauchst. Also ich habe zum Beispiel im ersten auch, habe ich mir die Logs-Dateien auch angeguckt und naja, so von den Zeiten her und habe da rumprobiert, geraten, geschaut. Kommt ja darauf an, wie ein Zocker du bist. Ja, wenn du halt einer bist, der jetzt zum Beispiel die ganzen Zeichen hier alles links liegen lässt und nur sagt, okay, ich power die Hauptstory durch. Ja, ist halt auch. Also ich weiß nicht, wie lange hier die Hauptstory angegeben ist. Aber wir können ja mal kurz gucken, wie weit sie im ersten ist. Horizon Zero Dawn. Spielzeitentwickler. Was jetzt? Horizon Zero Dawn oder Unfrost? Also Hauptspiele, Hauptspiel und DLC. Nur die Story ist von den Entwicklern mit ca. 30 Stunden angegeben. Ist halt immer die Frage, ne, bei solchen Angaben.